Reaktion von einer schädlichen Routine der Baureihe 10 mit Ölabfeuerung. Von der Funktion dieser Baureihe wurden 1939 hingestellt. In der leichten Zahl ist die Nachricht der Baureihe 24. Und der Klasse 27 und noch 6 Exemplare, speziell für die einzelnen Taschenbauer.
Spätzugnummer vorbei nach Hannover, für das Spätzugnummer der 20.30 Uhr erhält. Die Zugreinigung der VW vor 200. Die vor 200 Uhr 1953, auf der internationalen Verkehrsverkehrung 1913 durchgeführt. Für die Anmeldung der 2 Stunden auf der 12. Nacht die Rücken-Sinne vor. Mit je 3000 Meter der Straße und 150 Meter schnell. Zürich über Basel, Frankfurt, Hannover, in den Gleis 3 und Einfahrt, der Transau-Express Helvetia. Das ist der Zug der VW VTL5. Die Deutsche Bundesbahn ist 1957. Für den europäischen Verkehr 90 Triebwerke und 48 Mittelwagen bauen. Die Triebwerke haben eine Leistung von 1100 PS, trug zunächst 140, später 160 und wieder schnell. Diese Züge waren die europäischen Großstädte. Die Deutsche Bahn insgesamt eine Mobilitätszentrale. Sie befördert die Mitschülerreisemesse, die zu auf langen Strecken. Das Vorbild des Modells war ein Gewicht von 112 Tonnen und erreicht eine Anfahrleistung von 14.000 PS, eine Dienstgeschwindigkeit von 200 Stundenmeter. Am 5. August 2003 zuletzt über den Krisenbau des Meerverkehr ausgeschieden. Und wenn man die beiden Modelle miteinander vergleicht, die 133-2 wurden nur zählen fertig, wäre das Modell, das 4 von 5 Einzelnen selbst gebaut wurde.
zum Aufenthalt hier im Museum für Hamburgische Geschichte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und übergebe jetzt an unseren ersten Vorsitzenden, der noch ein paar Worte zum weiteren Verbleib. Es war jetzt nach über 53 Jahren die letzte öffentliche Vorführung dieser Modelleisenbahnanlage im Museum für Hamburgische Geschichte. Wir werden ab nächster Woche beginnen, die Fahrzeuge zu verpacken, beziehungsweise erstmal die Verpackung dafür aus Holz zu bauen. Der eine oder andere konnte sie auf der anderen Seite neben dem Balkon mal stehen sehen. Da haben wir jetzt einige Kisten stehen. In Summe werden es dann nachher 250 Stück sein, die wir da zusammenbauen. Wir sind noch in Verhandlungen mit der Hamburger Hochbahn, dass sie uns für die Zwischenlagerung der Modelle den Lagerraum vermieten wird. Aber die Verhandlungen sehen ganz gut aus. Wir gehen dann davon aus, dass wir mal das Mitte des Jahres unser Inventar einlagern können. Der andere Punkt ist, das heißt, die Hochschule für angewandte Wissenschaft in Hamburg, die ehemalige Freiheitsstelle am Berliner Tor, hat angeboten, das Vereinsleben dort fortzusetzen. Wir werden also Räumlichkeiten bekommen, um die wöchentlichen Treffen fortsetzen zu können. Aber den kriegen wir nicht aus. Noch eine bitte. Kriegen wir die 50er rein? Das ist ich befürchte, dass sie nicht passt. Ich befürchte, dass sie passt. Passt. So, langsam, aber sicher. Was ist los? Ich hab sie. So, das war's.
Und dann müssen wir